Jochen Klepper, der Vater. In den fremden Residenzen war schon dies und das über den jungen Wilden durchgesickert, und die verstorbene Mutter hatte sich einst alle Mühe gegeben, seine Härten zu mildern und ihn durch verzweifelte Dispute über Bücher für die große Welt zu retten. Denn er lauschte von der frühesten Knabenzeit an, den Pferdeknechten und Domestiken ihr grobes Deutsch ab, obwohl er das artigste Französisch sprach, das einer sich nur denken konnte. Sonst ahmte er die gemeinen Soldaten nach, rauchte Tabak, fluchte, band sich einen Riesensäbel um und redete mit Vorliebe die niedrigsten Soldaten an, und zwar in ihrem Umgangston. Alle Frauen, auch die eigene Stiefschwester, nannte er Huren. Wenn er nicht fluchte, sprach er schnarrend, leise, kurz und abgerissen, sprach überhaupt ungern. Fand er eine Antwort nicht, so runzelte er die Stirn. Beim Sprechen nahm er stets, wie ein kleines verängstetes Kind, den Daumen in die linke Hand. Aber es kränkte ihn aufs tiefste, als sein großer Degen einmal durch einen passenderen, kleinen ersetzt wurde. Er ging einwärts, lief mit unsauberen Handschuhen und ungeputzten Zähnen umher und immer hatte er Hunde um sich gleichgültig ob sie dem könig Möbel und Gärten verderben oder nicht im Zimmer ging er lieber durchs Fenster als durch die Tür und in den Räumen des Vaters durfte er sich überhaupt nur aufhalten wenn er das ausdrückliche versprechen gab nichts darin zu verderben einen Entrüstungssturm rief es hervor, dass der Prinz im Schloss mit Reitstiefeln umherging, statt in leichten, eleganten Schuhen, wie die gesamte Hofgesellschaft es ausnahmslos tat. Auf die Schleppen der Damen hatte er es ebenso abgesehen wie auf die Schienbeine seiner markgräflichen Onkel. So hatte es einen guten Grund, dass die Königin, weilte sie in Berlin, den Sohn täglich einmal sehen wollte. Hielt sie sich aber auf ihrem geliebten Liezenburger Schloss Charlottenburg auf, so musste er doch wenigstens einmal in der Woche zu ihr hinauskommen. Dafür hatte er einen eigenen kleinen Wagen, mit dem er auch wirklich regelmäßig zu antikischem Dialogen nach Liezenburg und den er endlich auch in Trümmer fuhr. Ritt er aber, so umgab man ihn angstvoll mit vier Wächtern denn der Knabe nannte sich selbst zwar Dick und verschlafen, war aber in seiner ihm selbst immer viel zu geringen Tollkühnheit so zart, dass er unter der geringsten Hitze sehr litt, zu jäh sein Gewicht verlor, rasch in hohes Fieber fiel und dauernd quälende Kopfschmerzen zu verschweigen hatte sorgfältig wählte königin sophie charlotte alle lektüre für ihn aus immer wieder griff sie auf fenelons telemach den schwärmerischen fürstenspiegel zurück friedrich wilhelm wollte abgesehen von der selbstüberwindung die er an ihm anerkannte ganz und gar kein telemach in fenelons der königin und ihrer bewunderten antike sinne werden und wartete bei den wöchentlichen Dialogen mit seiner Mutter recht beharrlich mit demselben Satz aus Xenophons moralisch politischen Schriften auf. Was dort vom rastlos tätigen König Kyros ausgesprochen wurde, bedeutete ihm die höchste Weisheit aller Bücher. Die sichersten Mittel, einem Volk, einem Land, einem Königreich eine dauerhafte Glückseligkeit zu verschaffen, sind ein Heer auserlesener Soldaten und eine gute Wirtschaft der Bürger. Allenfalls wollte er Titus sein. Der küßte die Guten und bedachte die Bösen mit Nasenstübern. Die Guten aber waren dem Knaben die Fleißigen und Geringen, die Bösen die Vornehmen und Müßiggänger. Darauf gab man bei Hofe Acht. Ein Schneider hatte bei dem Thronfolger den Vortritt vor einem Baron. Der Prinz verstand nur wenig von der Meinung seiner Eltern, dass Gold einen Besitz erst bedeute als Fest oder Kunstwerk oder geistige Schöpfung. Der Zehnjährige schon führte zum Entsetzen der hohen Familie und ihrer Höflinge ein Kontobuch, dem er die Aufschrift gab Rechnung über meine Dukaten. Er schien nur das Rechnen gelernt zu haben und war doch immer ein ganz besonders schlechter Rechenschüler gewesen. Alles war in seinem Kassenbuche vermerkt, die Neujahrsgeschenke an die Dienerschaft genauso wie eine gelegentliche Anleihe von einem Taler bei dem Küchenmeister Jochen, der Preis für ein paar junge Füchse genauso wie Ausgaben für Blumen und Farben zum Malen. Damit trieb er es eigentlich recht arg. Lediglich die Großmama in Hannover lachte darüber und man wusste nicht gewiss, ob über den kleinen Geizhals oder die dauernde Wiederkehr eines Postens junger Füchse, Hasen und Farbentöpfe. Sie, die schon den neugeborenen, starken, gesunden gleich nach der Geburt nach Hannover zu entführen gedachte, schien ihn mit anderen Augen zu sehen als das hohe Haus und der Hof. Er weiß die Details von alles, er weiß, wie ein Dreißigjähriger zu reden, idwedem sagt er etwas Obliganz, so schrieb sie von dem dreizehnjährigen Gast auf ihrem Lieblingsschlosse Herrenhausen. Er sieht aus, wie man die Engeltinen malt, hat ein Haufen Blunt her, wie wann die frisiert sein, sieht er aus, wie man Cupido malt. Seltsamerweise hat auch Leibniz, der große philosophische Freund der Mutter, mit solcher Zartheit von ihm geurteilt und musste doch eigentlich bangen für den weisen Erziehungsplan, den er für den jungen Wilden aufgestellt hatte. Schließlich musste aber auch die Königin, die verschwenderischste, leichtsinnigste, schöngeistigste aller Mütter, den jungen Wilden über alles geliebt haben. Denn als der Siebzehnjährige seine Prinzenreise an die fremden Höfe antrat, die Fahrt nach Brüssel, Holland und Italien, stand in ihrem Tagebuch ein einziges trauriges Partie. Doch schien ihr die große Tour des jungen Herrn aus hohem Hause der letzte Versuch, seine Rauheit zu glätten. Nach dieser Reise sollten Mutter und Sohn sich nicht wiedersehen. Die Königin starb nach ihrem großen Karneval, um dessen Freuden sie sich durch Krankheit nicht betrügen lassen wollte. Das Leben war ihr Traum und Feier und Gedanke gewesen. Lesend, musizierend, diskutierend, tanzend und für ungefährliche Liebschaften schwärmend hatte sie es hingebracht. Nach dem Tode der Mutter wurde Friedrich Wilhelm sichtlich noch schroffer. Der König war seitdem um den Sohn sehr besorgt. Nur jetzt, in den Ereignissen um Gaetano, hätte der König ihn mehr als nur Partie gewünscht, um bloß den Unannehmlichkeiten bei der Begegnung zwischen dem Kronprinzen und dem Konte enthoben zu sein. Friedrich I. zog, als bedeute es Abwehr und Schutz, seinen Zobelmantel fest um die Schultern und Hüften, dass man die Seide knistern hörte, mit der er gefüttert war. Der Hofmarschall war froh, dass der König sich nach so langem Sinnen wieder regte. Solange die Majestät in düstere Gedanken versunken schien, wagte der Marschall nicht zu sprechen, und ihn beschwerten so dringliche Fragen. Endlich wandte ihm der Monarch, sein lockenschweres haupt wieder zu und über seinen zügen lag die alte freundlichkeit der herrscher sah es ein die sorgen des oberhofmeisters waren nicht leicht zu nehmen wie hatte man die stätte des alchemistischen laboratoriums für die der kronprinz nun einmal eigensinnig die alte gesindeküche bestimmte für den königlichen zuschauer und seine gäste herzurichten? Welche Treppen durften Majestät benutzen, wenn sie zum Keller hinabschritten? Welcher Anzug war für solchen Anlass angebracht? König Friedrich gab sich äußerst vertraulich. Er sei ebenfalls ratlos. Man möge sich mit der Prinzessin von Brandenburg-Ansbach, die als liebster Gast bei Hofe weilte, ins Benehmen setzen. Die wisse in solch schwierigen Lagen stets einen Ausweg. Die habe von der verstorbenen Königin selbst, für das Hofleben erzogen, das feinste Gefühl für derartige Besonderheiten. Die Ansbacherin half. Mit ihren großen grauen Augen sah sie einen Augenblick den König schweigend an. Dann war, wie immer bei ihr, die Lösung schon gefunden. Der Akt in der Gesindeküche sei eine Angelegenheit der Forschung und müsse in allem Ernste vor sich gehen. Friedrich I empfand beglückt, dass er sich immer und in allem auf das Geschick und die Klugheit jener jungen Cousine verlassen durfte. Er war entschlossen, sie mit einer kleinen Statue aus lauterem Golde zu überraschen. Das Kunstwerk sollte sie selbst als Pythia am Delphischen Orakel darstellen. Es würde entzückend werden. Er sah es vor sich. Immer war der Spruch, der Ansbacherin unfehlbar und vor noch schwereren Aufgaben hatte sich die Sicherheit ihrer Entschlüsse bewährt. Selbst Friedrich Wilhelm, ihn, der unbeeinflussbar schien, hatte sie allein zu lenken vermocht und das in den schwersten Wirrnissen und Widerständen, denen des Herzens. Es war schwierig gewesen mit dem Kronprinzen und den Frauen. Dem Versuch der Mutter, ihn nach der von ihr heraufbeschworenen, schmerzvollen Knabentorheit ein zweites Mal durch anmutige Liebesgeschichten gefügiger zu machen, trat er mit offener Ablehnung und unverhohlenem Spott entgegen. Die Verführung durch das Fräulein von Pöllnitz, von der Königin veranlasst, reizte ihn zu maßlosem Zorn und stürzte ihn in tiefste Scham kam er von den Festen der Mutter aus ihrem neuen Schloss Charlottenburg, für die Königin und ihre Damen wie ein Kavalier gekleidet, warf er Brokatrock und Perücke zornig in einen Winkel und trat die weiße Lockenpracht mit Füßen. Die Diener berichteten es zuverlässig. Verlangte es aber die höfische Sitte, dass jüngere Damen des Hofes der kronprinzlichen Hoheit die Hand küssten, so errötete der breitschultrige junge Mann über das ganze Gesicht. Aber dann war des Vaters Ansbacher Cousine zum Berliner Karneval gekommen, liebenswürdig an allen Veranstaltungen des hohen, Vetternpaares Paares anteilnehmend und doch ein wenig abwesend in ihren Gedanken, mit hellen, leuchtenden Augen und dennoch einem ernsten Schatten um die Lider, mit einem süßen und sehr weichen jungen Mund, doch einer Stirn von männlicher Kühnheit. Und plötzlich errötete Kronprinz Friedrich Wilhelm nicht mehr vor den jungen Damen des Hofstaates, sondern nur, wenn die Ansbacher Brandenburgerin ihn ansah, flammte die Jäh röt über sein weißes Gesicht, dessen Zartheit er hasste. »Sie sind mein Neffe, gewiß«, bemerkte lächelnd die Ansbacherin, aber ich bin kaum fünf Jahre älter als Sie, und Sie tun mir fast ein wenig zu viel Ehre an. Sie haben sehr groß gehandelt, Madame, antwortete er, und seine Stimme war nicht rauh und schnarrend wie sonst. Die Röte war wieder verflogen. Aber nun trieb es der Ansbacherin das Blut in die Wangen, denn sie, denn war sie auch die Ältere, so war sie doch sehr jung. Er sprach von der spanischen Affäre. Friedrich Wilhelm fuhr ruhig fort, um des evangelischen Glaubens willen auf die Krone Spaniens, ja die Hoffnung auf den Thron der deutschen Kaiserin zu verzichten, dazu waren unter den Fürstentöchtern nur sie fähig. Der Ansbacherin entging es nicht, dass das gewählte Französisch, das der preußische Thronfolger sprach, einen besonderen Klang hatte. Aber es war mehr der Ausdruck, den er seiner Rede gab, was sie so anzog. Der Kronprinz war so voller Widersprüche und in all den Gegensätzen seines Auftretens und Wesens so bezwingend. Wenn man nur nicht sein Leben an den Unsteten zu heften brauchte, wenn man nur nicht seinen eigenen Willen unter seinen Starsen beugen mußte, denn der Wille galt der jungen Fürstin viel. Sie sah ihn lange an, und dabei gewann sie ihre Festigkeit und Kühle wieder. Er hatte die ernstesten und klügsten Augen, in die sie je blickte, und schmale, lange, feste, leicht gebräunte Hände, wie sie im brandenburgischen Hause vor ihm noch keiner besaß. Als ihr dann der Prinz von seiner Liebe zu sprechen begann, hatte die Ansbacherin von seinen Händen und Augen schon Abschied genommen. Es war nicht nötig, dass der Generalmajor und Obermundschenk von Grumko ihr die Gründe der Staatsraison auseinandersetzte. Niemals hatte er, der nur für die unentwirrbarsten Geschäfte bemüht wurde, es leichter gehabt. Die Ansbacherin nahm ihm die Worte von den Lippen, ehe er sie aussprechen konnte. Ihm blieb nur übrig, zu bewundern, anzuerkennen und im Namen seiner Majestät zu danken. Zwei Tage nachdem ihre Entschlüsse gefasst waren, redete Friedrich Wilhelm die Ansbacherin plötzlich Deutsch an. Sie wüssten beide, dass ihr Weg nicht wie der anderer junger Leute sein könne. Zwischen ihnen bedürfe es keiner diplomatischen Spiegelfechtereien. Wenn sie sich trennen wollten, so sei es immer noch allein zwischen ihnen selbst auszumachen. Er schloss, es geht um unsere Häuser, unsere Liebe. Einen Augenblick kam es über die Prinzess, dass sie an seine Brust sinken wollte. Doch blieb sie ruhig stehen, lächelte und meinte nur Mein ältester Neffe ist der Unverständigste. Er kennt noch nicht einmal die Spielregeln unserer Höfe. Dieser eine Satz durfte nicht mehr gesagt sein. Don Domenico Gaetano Conte di Ruggiero aus dem Königreich Neapel fuhr zu seiner Probe vor. O oh nein, der König brauchte es nicht zu bereuen, daß er ihm das Fürstenhaus am Friedrichswerder, das sonst nur fremden Fürstlichkeiten aufgetan wurde, als Quartier eingeräumt hatte. Der Konte trat durchaus wie einer dieser großen Herren auf. Hundert Dukaten verbrauchte er die Woche. Seine Kutsche war reich, verziert mit Gold, und seine 20 Pagen, die ihn mit zwei oder drei Dutzend Pistolen bewachten, trugen eine Livree von Scharlach mit leuchtend gelben Samtaufschlägen. Auf alles Beiwerk des berühmten Magiers hatte der Graf jedoch verzichtet. Er wählte einen Brokatrock, verschmähte den Alchemistenmantel, und all sein Zaubergerät bestand in ein paar Fläschchen, Retorten und Mixturengläsern. Auf einem Silbertablett wurden sie ihm in verschlossenem Kasten vorangetragen. Gaetano ließ sich nicht das leiseste Erstaunen anmerken, dass man ihn nicht die breiten Treppen zu den Audienzsälen hinaufführte, sondern tiefer und tiefer nach unten geleitete. Zum Schluss waren es so schmale und gewundene Stiegen, dass man sie nicht mehr hatte mit Teppichen belegen können. Aber Majestät würden auch geruhen, sie zu benützen, versicherte ihm der Hofmarschall. Der König traf auch kurz nach dem Italiener ein, begleitet nur von den Höchsten seines Hofes, den Grafen Wartenberg, Wittgenstein und Wartensleben, den markgräflichen Brüdern sowie den berühmtesten Professoren seiner Akademie. Als die Majestät sich niedergelassen hatte, winkte der Kronprinz, man möge auf ihn keine Rücksicht nehmen und seine Plätze wählen. Er selbst stand in Wams und Schürze am Ofen. Die Herren Markgrafen setzten sich sofort, sie waren sehr gespannt und wünschten, dass die Vorführung sofort beginne. Die Herren Markgrafen hatten eine außerordentliche Vorliebe für dergleichen. Es kam ihnen gar nicht einmal sehr zum Bewusstsein, dass es hier um die Auffindung des Steines der Weisen ging. Ein wenig entsetzt waren sie nur, daß man den Keller wirklich allein mit einem Prunksessel und ein paar Armstühlen hergerichtet hatte. Doch Graf Gaetano bot ihnen kein prunkvolles Schauspiel. Er ließ keine Tribüne aufstellen und mit Figuren bestickten Tüchern überhängen. Er baute ihnen keine Hexenmeisterküche hin, ließ nicht von Dienern und Adepten rätselhafte Gegenstände und Schloss Schlösser verwahrte Truhen herbeischleppen. Er versank nicht in schweigendes Grübeln und mied die klingenden Beschwörungsformeln. Lediglich sieben Pfund Quecksilber und mohnsamen große Körner von Kupfer wurden in eine gläserne, bauchige Flasche gegossen, und in der Sandkapelle des Windofens vor aller Augen abgestellt. Und auf einer Tafel waren alle Testimonia Publica, öffentliche Zeugnisse und Patente ausgebreitet, nach denen der Magier das Gold nicht nach Loten und Unzen, sondern zu 20 und 30 Pfund zu produzieren imstande war.